Herzlich willkommen zur Online-Vorlesung über die Paragraphen 113 bis 115 StGB, die am 30. Mai 2017 in Kraft getreten sind. Ich werde mich nachfolgend lediglich mit den Änderungen dieser Bestimmungen auseinandersetzen und nicht die kompletten Tatbestandsmerkmale der jeweiligen Delikte erläutern. Hier stellt sich die Frage, warum bereits nach kurzer Zeit erneut eine Gesetzesänderung in diesem Bereich vorgenommen wurde. Man will aufgrund der erhöhten Anzahl der Widerstandsdelikte in den letzten Jahren den Schutz von Vollstreckungsbeamten stärken. Insbesondere will man tätliche Angriffe, die ja eben ein erhöhtes Gefährdungspotenzial besitzen, stärker sanktionieren. Wie wir sehen, werden später im Paragraphen 114 StGB. Man will aber nicht nur Polizei, sondern auch Hilfskräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes einen erhöhten Schutz zukommen lassen. Zunächst einmal möchte ich einen kurzen Überblick über die wesentlichen Änderungen der Bestimmung geben, bevor wir uns später detailliert damit beschäftigen. Demnach wird der tätliche Angriff aus dem Paragraphen 113 StGB herausgelöst und im Paragraph 114 StGB als selbstständiger Straftatbestand mit verschärftem Strafrahmen aufgenommen. Nach wie vor bleibt jedoch bestehen, dass es keine Bestrafung bei tätlichen Angriffen gibt, wenn die Diensthandlung gleichzeitig eine Vollstreckungshandlung ist und diese unrechtmäßig wäre. Darüber hinaus wird der Paragraph 114 StGB einfach in den Paragraphen 115 StGB überführt und entsprechend angepasst. Also lässt sich feststellen, dass aus dem Paragraphen 113 Absatz 1 alter Art lediglich der tätliche Angriff gestrichen wurde. Bei dem Paragraphen 113 Absatz 1 geht es heute wie früher auch um Vollstreckungshandlungen. Was Vollstreckungshandlungen sind, das hat der BGH bereits 1982 festgelegt. Das sind nämlich Handlungen, die berufenen Personen nötigenfalls mit Zwang durchsetzen können. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass alle Ermächtigungsgrundlagen aus dem POG und auch der StPO unter den dementsprechenden Zwangsvoraussetzungen zu diesen Vollstreckungshandlungen zählen. Hier sind jetzt die Tatbestandsvoraussetzungen des neuen Paragraphen 113 Absatz 1 StGB ersichtlich und wir stellen fest, dass es jetzt nur noch zwei Tathandlungen gibt, die möglich sind. Nämlich zum einen das Widerstand leisten mit Gewalt oder das Widerstand leisten durch Drohung mit Gewalt. Schauen wir uns jetzt den neuen Paragraphen 114 Absatz 1 an und stellen fest, dass hier der Begriff der Diensthandlung und der des tätlichen Angriffs nochmal näher erläutert werden muss. Zum Begriff der Diensthandlung haben wir bislang keine feststehende Definition, aber bei Auslegung aus anderen Delikten her müsste man unter einer Diensthandlung im Sinne dieser Bestimmung verstehen, dass darunter alle Tätigkeiten erfasst sind, die ein Vollstreckungsbeamter in Ausübung seines Dienstes vornimmt. Also beispielsweise Streifenfahrten, Befragungen, Radarüberwachungen, Unfallaufnahme, Vernehmung, bloß Ermittlungstätigkeiten und andere Maßnahmen, die im Gegensatz zu den Vollstreckungshandlungen eben nicht mit Zwang durchsetzbar sind. Allerdings, und da sollte darauf geachtet werden, erfasst der Paragraph 114 auch Vollstreckungshandlungen im Sinne des 113 StGB. Das heißt, beide schließen sich also dementsprechend nicht gegenseitig aus. Hier sehen wir also jetzt im Überblick wieder die Tatbestandsvoraussetzungen des Paragraphen 114 Absatz 1 StGB und erkennen, dass der Begriff der Diensthandlung im Gegensatz zum Paragraphen 113 Absatz 1 hier eingefügt ist, der, wie bereits eben festgestellt, dementsprechend aber auch eine Vollstreckungshandlung sein kann und dass die einzige Tathandlung der sogenannte tätliche Angriff ist, nämlich
das feindselige Vorgehen gegen den Körper des Polizeibeamten oder des Amtsträgers. Vielleicht ist hier nur noch darauf zu achten, dass die Rechtmäßigkeit natürlich nur dann geprüft werden muss, wenn es sich um eine Vollstreckungshandlung handelt. Kommen wir jetzt schon gleich zu den Änderungen des besonders schweren Falls des Widerstandes gemäß § 113 Absatz 2. Diese Bestimmung beinhaltet sogenannte Regelbeispiele, das bedeutet eine nicht abschließende Aufzählung erschwerender Umstände. Und hier können wir im Überblick erkennen, bei der Ziffer 1, dass die Verwendungsabsicht der Waffe oder des gefährlichen Werkzeuges gestrichen wurde und dass bei der Nummer 3 ein neues Regelbeispiel mit aufgenommen wurde, nämlich wenn die Tat mit einem anderen gemeinschaftlich begangen wird. Mit der Nummer 2 werden wir uns hier nicht beschäftigen, da die identisch ist mit der alten Version des besonders schweren Falls des Widerstandes. Hier nochmal ein kurzer Überblick über den besonders schweren Fall des Widerstandes und die Regelbeispiele. Natürlich setzt der besonders schwere Fall des Widerstandes entweder einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemäß 113 StGB oder den tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte gemäß 114 StGB als Grundvoraussetzung voraus. Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit der Waffe bzw. dem gefährlichen Werkzeug. Und hier ist die wesentliche Änderung, dass das reine Mitführen dieses Gegenstandes bei der Widerstandshandlung alleine schon zur Verwirklichung genügt. Eine Verwendungsabsicht, wie zuvor gefordert, braucht demzufolge nicht mehr nachgewiesen zu werden. Mitgeführt wird ein Gegenstand dann, wenn auf ihn jederzeit zugegriffen werden kann, was natürlich äußerst problematisch ist. Denkt man zum Beispiel an Gewalt in engen sozialen Beziehungen in einer Wohnung und da ist natürlich immer die Möglichkeit auf irgendwelche Gegenstände, zum Beispiel ein Küchenmesser, das auf dem Tisch liegt, zurückzugreifen und somit eine Strafverschärfung gegebenenfalls dadurch schon eintritt. Beim gefährlichen Werkzeug haben wir hier die gleiche Auslegungsproblematik, die wir schon beim 244 Absatz 1 Nummer 1a StGB, nämlich beim Diebstahl mit Waffen haben, dass der BGH gesagt hat, ein Verwendungsvorbehalt ist laut Gesetz nicht gefordert und da reicht eigentlich schon das reine Mitführen dieses Gegenstandes aus. Man hat also die Probleme, die dort bei dieser Bestimmung schon seit Jahren bestehen, wieder in den besonders schweren Fall des Widerstandes hier mit übernommen. Keine gefährlichen Werkzeuge dagegen sind die sonstigen Werkzeuge oder Mittel aus § 244 1 Nr. 1b, beispielsweise eine Spielzeugpistole in Leichtbauweise oder ein Kabelbinder, der mitgeführt wird. Der § 113 Absatz 2, nämlich die Nummer 3, mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich, ist ein neu gefasstes Regelbeispiel. Es sollen nämlich hier Fälle erfasst werden, in denen die Tat aus einer Menschenmenge heraus begangen werden. Nämlich insbesondere haben wir das natürlich bei Demonstrationen, bei Fußball-Bundesliga-Spielen und ähnlichen Veranstaltungen. Problematisch ist aus strafrechtlicher Sicht natürlich, kann ich ein bewusstes Zusammenwirken mehrerer Personen am Tatort überhaupt nachweisen? Voraussetzung ist nämlich, dass zumindest zwei Personen in irgendwelcher Art und Weise zusammenwirken. Das heißt, sie müssen als Täter oder Teilnehmer dieser Tat hier in Betracht kommen. Also zumindest als Anstifter oder Gehilfe oder sogar natürlich als Mittäter. Wobei es nicht notwendig ist, dass jeder Täter sich eigenhändig in der Tat beteiligt. Das bedeutet, dass wenn jemand dem anderen einen Stein reicht, den er gegen die Polizeibeamten wirft, schon damit die Tatbestandsvoraussetzung hier erfüllt hätte. Es wird also ein Klärungsbedarf der Rechtsprechung bzw. der Gerichte bestehen, was genau man unter gemeinschaftlicher Begehung zu verstehen hat. Erste Urteile werden in Bälde erwartet,
weil beim G20-Gipfel in Hamburg bereits mehrere Strafanzeigen wegen dieser neuen Bestimmung verfasst wurden. Die Änderungen des Widerstandes lassen sich sehr gut an einem Fallbeispiel verdeutlichen. Vielen von Ihnen wird dieser Fall bekannt sein. Im vergangenen Jahr wurde eine Fußstreife in Ludwigshafen von einem Obdachlosen attackiert und einer der Beamten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Obdachlose wurde daraufhin von dem anderen Kollegen in Nothilfe erschossen. Wir lassen jetzt mal die Beurteilung eines versuchten Totschlages bzw. einer gefährlichen Körperverletzung außer Betracht, sondern beschäftigen uns nur mit dem Widerstand. Nach den Regelungen alter Art läge hier kein Widerstand vor, weil die Beamten sich nicht bei einer Vollstreckungshandlung befanden. Die Fußstreife ist eine reine Diensthandlung und wäre somit kein Widerstand gewesen. Nach der neuen Regelung haben wir aber hier einen tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte nach 114 und einen besonders schweren Fall des Widerstandes gemäß § 113 Absatz 1, Nummer 1 und Nummer 2. Bei den Erläuterungen zu § 115 können wir uns recht kurz fassen. Der alte § 114 wurde nur in den Paragraphen 115 übernommen und dementsprechend auch angepasst. Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch einen Überblick über den Paragraphen 115 StGB geben. Möchten Sie sich über die Änderung des Widerstandes noch etwas detaillierter informieren, so empfehle ich Ihnen eine eigens erstellte Lernanwendung unseres Fachgebietes. Diese können Sie über das Intranet abrufen. Für Rückfragen steht das Fachgebiet 3 Strafrecht meine Person natürlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.